Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS22 unterwegs beim Real Farmer Projekt. Und ja, wir sind ja das letzte Mal fertig gewesen mit der Wiese, mit Ballen pressen. Und ja, jetzt fangen wir einen Mini-Job an. Also im letzten Video haben wir ja diese Wiese gemäht und ja, haben die Ballen jetzt eingesammelt. Und jetzt werden wir einen Mini-Job anfangen, und zwar diesen hier. Und zwar müssen wir das Feld auch wieder mähen und Ballen pressen. Und ja, genau, da starten wir jetzt. Und dann sind die Geräte auch hier. Das war kurz ruckeln. Und ja, dann schauen wir mal, wo der Minijob überhaupt ist. Auf welchem Feld? Auf Feld 1 da oben. Da müssen wir jetzt als erstes mähen. Das machen wir jetzt auch. Und da schalten wir die Rundumleuchten ein. Und ja, heute ist schon wieder Montag, deswegen euch einen schönen Start in die neue Woche heute zum Montag. Genau, wie gesagt, wir fahren jetzt da erstmal hoch zu der Wiese und werden da jetzt erstmal anfangen zum Mähen. Und dann schauen wir weiter. Also ich denke mal, heute werden wir das Mähen schaffen, denke ich mal, weil das wir haben ja trotzdem eine ziemlich große Arbeitsbreite. Und ja, dann im nächsten Video werden wir wahrscheinlich schon mit anderen Zeug anfangen können. So, ich glaube, das ist die Strecke. Ich hoffe mal, dass das die kürzeste ist. Ja, genau. Also, aber da müssen wir bei Feld 3, kurz nach Feld 3, dann direkt hinterfahren. Das ist wieder das komische Ding, weil sonst müssen wir über die Gleise drüber. Also müssen wir vor Feld oder nach Feld 3 drüber und nicht erst nach dem Bahnübergang. Das machen wir jetzt auch. Und ja, dann kennen wir uns ja eigentlich schon aus da oben. Da haben wir Feld 2 mal auch bearbeitet gehabt, glaube ich. Feld 2 war es, glaube ich. Da mussten wir auch da so hochfahren, weil anders da funktioniert es da nicht. So. Dann da einmal rechts hoch. Immer schön blinken natürlich. Und dann hier rechts rum, dann hier so durch. Das ist ein bisschen, naja. Ein bisschen hier halt so durch. Und dann sind wir auch gleich schon da beim Feld, um das es heute geht. Da ist jetzt, ja doch, da eine Spur noch, wo es hintergeht. Ist zwar eine komische Spur, aber naja. Und ich glaube, da haben wir sogar auch schon mal gemäht. Dann einmal ausklappen. Und können wir... Arbeitsmodus wechseln. Den können wir... Schwartablage. Schwart links, Schwart rechts. Breitablage, Schwartablage. Müssen wir das wenden auch? Weil wenn wir es nicht wenden müssen... Ich guck mal kurz nochmal. Wenn wir nicht wenden müssen, ist das der Wender? Ich weiß gar nicht. Ich guck mal kurz, ob das der Wender ist, weil wenn wir es nicht wenden müssten, dann können wir gleich in die Gemiete. Ja, schauen wir einfach da schnell. Und zwar bei Schwade. Genau, das ist der 950. Das ist der Schwade. Den bräuchten wir eigentlich gar nicht, weil wir können mit denen schon die Schwarte machen. Und dann würde das auch funktionieren. Also fangen wir direkt da an. Der müsste jetzt die Schwarte in die Mitte legen. Genau. Und dann brauchen wir das. Brauchen wir dann schon gar nicht mehr Schwarten. Das machen wir auch so. Dann funktioniert das schön mit der Zeit auch. Weil dann können wir das nächste Mal schon anfangen mit dem Ballen pressen. Oder ich denke mal, dass wir das nächste Mal dann anfangen können mit dem Ballen pressen. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Aber es geht ja schon eigentlich ziemlich flott.
So, dann hier einmal ausschalten. Und dann dahinter. Und dann sollte das, wie gesagt, ziemlich flott gehen. Vorne müssen wir immer ein bisschen aufschauen, weil da das Mähwerk doch ein bisschen weiter vorne ist. Dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht eine gute Kurve hinbekommen. Wir machen ja jetzt, wir mähen jetzt gerade sowieso schon wieder mehr, wie das Feld eigentlich ist. Also größer, wie das Feld eigentlich ist. Ja, die Kurve passt eigentlich. Ja, die können wir gut mit der Ballenpresse fahren. Und dann können wir heute eigentlich, ja, das komplette Feld mähen. Und dann das nächste Mal können wir dann schon anfangen mit dem Ballenpressen. Dann sollte das eigentlich ziemlich schnell gehen. So. Da gehen wir bis daher. Also jetzt habe ich ausgeschalten, ausschalten, ja, anschalten können wir es, aber in der Luft ist es halt jetzt, dass es nicht mäht. Und dann fahren wir da nochmal vor. Ja, wenn es runterfahren würde. Es brauchte mir irgendwie seine Zeit, keine Ahnung. Dann fahren wir da noch vor und dann haben wir das Vorgewende schon mal fertig. So, da. Vorgewende ist schon mal fertig. Ist schon mal gut. Und dann fahren wir da so hinter. Dann fahren wir einfach Bahnen, hätte ich gesagt. Ist, glaube ich, das Einfachste. Oder sollte das Einfachste sein. Ich glaube, das ist das Einfachste. Und ja, von Alice und von ETS gibt es jetzt so erstmal nichts Neues. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nichts Neues. Genau, alles beim Alten geblieben, noch übers Wochenende. Genau. So, dann einmal hier, ja, hinter. Und wieder ausschalten. Der fährt ganz schön schnell, muss man sagen, oder? Wie schnell fährt der? Ich habe jetzt gar nicht aufgeschaut, aber irgendwie fährt der schon ziemlich flott. So, dann wieder absenken. Und wie schnell fährt er? Der fährt 22 sogar. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich schnell, muss man sagen. Für das, was er mäht. Ja gut, bei Main. Okay, er fährt sogar 25. Ja, das ist schon eine gute Leistung eigentlich. Und auch ziemlich schnell, wie gesagt halt. So, die Bahnen sind ein bisschen krumm, muss man sagen. Müssen wir vielleicht jetzt mal aufschauen, dass wir ein bisschen die Bahnen wieder gerade bekommen. So, dann können wir hier wieder umdrehen. Und können hier wieder anfangen. Ich weiß nicht, warum die hinteren Schneidwerke so lange brauchen mit runterfahren. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht, oder keine Ahnung. Kann sein, dass es gewollt ist, dass halt eben, ja, man als erstes vorne, logischerweise, dass es als erstes vorne runter geht, weil hinten ist doch ein bisschen Abstand dazwischen, dass man, ja, da das besser macht oder keine Ahnung, ich weiß nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall ist es halt so. So, wir rauschen ja über das Feld. Und ja, von der Zeit her schaffen wir es auch, denke ich mal, dass wir, wie gesagt, das Feld heute komplett mähen. Und dann im nächsten Video fangen wir an mit Ballenpressen. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Genau. So, dann rauschen wir schnell da noch drüber. Und jetzt ist sowieso nicht mehr viel zu mähen. Da. Dann da noch schnell hinter. Und dann sind es sowieso noch. Ja, da zwei, dreimal werden wir noch hin und her fahren müssen. Aber dann war es das schon wieder für heute. Gut, wir könnten mal die ganze Arbeitsbreite jetzt mal nutzen. Wäre auch so eine Sache, aber naja.
Also 25 km/h ist ja schon echt schnell fürs Mähen, muss ich sagen. So, jetzt können wir es wieder hochtun. Dann einmal wieder umdrehen. Und dann ja noch eine, ja, die noch und dann wahrscheinlich noch zwei. Wahrscheinlich ja. Wegen einer ganz knapp wieder, aber naja, die Zeit haben wir. So. Ja, sind wir dann heute schon ganz schön weit gekommen mit dem Auftrag. Weil jetzt müssen wir eigentlich nur noch Ballen pressen und dann die verkaufen oder verfahren halt eben. Und wir sind ja heute schon ziemlich weit gekommen, muss man sagen. So, und jetzt hier einmal noch. Ja, ganz knapp ist es jetzt nicht ausgegangen. Gut, bauen wir halt dann schnell noch eine Bahn vor und dann haben wir es aber. Dann haben wir es geschafft für heute. So. Dann noch, wie gesagt, einmal nochmal vor und dann haben wir es geschafft für heute. So. Und noch einmal vor. Und dann haben wir es schon wieder für heute. So, senk dich bitte mal wieder, ja. Ja, hat ja heute eigentlich ganz gut funktioniert. Wenn es so weitergeht mit den Minijobs, sind wir bald wieder fertig. Und ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute? Wir sehen uns dann ja am Mittwoch um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein E-Test 2 Video. Euch einen schönen Start in die neue Woche und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.